Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Brustkrebs ist die Krebsart, die bei Frauen am häufigsten diagnostiziert wird. Die Therapie ist mehrschichtig und individuell. Da geht es um Operationen, um Chemotherapie bzw. Systemtherapie und es geht um Bestrahlung. Und über diese Bestrahlung sprechen wir heute, denn die kommt auf jede der Patientinnen zu. Bei mir ist Privatdozentin Dr. Silke Tribius. Sie ist Chefärztin des Hermann-Holthusen-Instituts für Strahlentherapie an der Asklepios-Klinik St. Georg. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Tribius. Sagen Sie uns, in welcher Situation kommen die Patientinnen zu Ihnen? Die Patienten, die wir bei uns in der Strahlentherapie sehen, sind meistens schon sehr gut aufgeklärt. Sie haben ihre Diagnostik hinter sich, häufig auch die Systemtherapie oder auch die Operation. Und dann steht die Strahlentherapie an. Sie sind bereits in einer Tumorkonferenz vorgestellt worden und die Indikation zur Strahlentherapie ist gestellt worden. Wir sind ja Mitglied des Asklepios Tumorzentrums und da wird eigentlich jede Patientin und jeder Patient einmal vordiskutiert vor so einer Strahlentherapie. Genau, das heißt jetzt nicht, dass er da persönlich auch steht, aber das heißt, dass sich die entscheidenden Ärzte mit den Unterlagen, die sie denn haben von der Patientin, besprechen. So ist es richtig, oder? Richtig. Interdisziplinär, alle Disziplinen, die mit der Erkrankung zu tun haben, vom Chirurgen über den Strahlentherapeuten, Radiologen, Pathologen, Genetiker, alle sind vor Ort und besprechen den Fall gemeinsam und geben eine Therapieempfehlung. Ja, die Patientinnen, die Sie haben, ich sage jetzt immer Patientinnen, das sind meistens Frauen, oder? Oder fast immer? Es sind allermeistens Frauen, das ist schon richtig. Aber es gibt natürlich auch Männer mit einem Brustkrebs oder Mammakarzinom. Das nennt man das virile Mammakarzinom oder auch manchmal Papakarzinom. Ja. Das gibt es auch seltener, aber das gibt es in der Tat. Ja. Und Frauen jeden Alters? Praktisch jeden Alters, ja. Trifft junge Frauen wie im mittleren Alter Frauen wie auch ältere Frauen. Ja, diese Therapie, also wir haben ja gesagt, also zum Teil ist die Operation schon gewesen, zum Teil Chemo ja, Chemo nein. Wie ist da jetzt mittlerweile eigentlich der Stand? Welche Möglichkeiten gibt es in Bezug auf dieses Konzept, wie man eine Frau behandelt? Wie Sie schon richtig gesagt haben, ist die Therapie des Mammakarzinoms, des Brustkrebs, eine multimodale Therapie. Das heißt, es ist eine Kombination von Operation, Systemtherapie, das haben Sie auch schon sehr schön gesagt, Chemotherapie, Immuntherapie, antihormonelle Therapie und die Strahlentherapie. Meistens eine Kombination der drei Therapien, aber manchmal halt auch nur Operation und Bestrahlung. Das hängt ganz vom Tumorstadium der Patientin ab, vom Alter und von verschiedenen anderen Faktoren. Ja, und Bestrahlung immer, auch wenn die Brust abgenommen worden ist? Es gibt Fälle, da muss auch bestrahlt werden, nachdem die Brust abgenommen worden ist. Das hängt auch vom Tumorstadium ab, von den Lymphknoten ab, um das Risiko quasi, dass der Tumor wiederkommt, an der Stelle zu minimieren. Und es verbessert auch unter Umständen die Überlebenswahrscheinlichkeit der Patienten. Was für Strahlen sind das? Wir bestrahlen mit hochenergetischen Röntgenstrahlen, auch Photonen genannt. Und das sind im Grunde keine anderen Strahlen, wie Sie auch bekommen, wenn Sie die Lunge geröntgt bekommen. Das sind nur hochenergetische Röntgenstrahlen. Mhm. Man lernt ja so als Kind, vor Strahlen sollst du Angst haben. Was macht eine moderne Strahlentherapie aus? Die entwickelt sich ja auch weiter. Das ist richtig. Die Strahlung generell hat der Volksmund große Angst davor. Nicht ganz unberechtigt, muss man sagen. Die Tücke ist, man sieht es nicht, man riecht es nicht. Strahlung ist da. Und wir kennen natürlich Geschichten von Kernunfällen, von Strahlungsunfällen. Aber die Strahlentherapie oder Strahlung angewendet im medizinischen Sinne und vernünftig angewendet nach dem Prinzip so wenig wie möglich, so viel wie nötig, ist natürlich sinnvoll. Mhm. Und die Strahlentherapie spielt eine ganz wichtige Rolle in der Onkologie bei ganz vielen Erkrankungen, in der kurativen, also in der heilenden Situation, aber auch in der palliativen Situation zur Symptomlinderung. Und in der Strahlentherapie hat sich die letzten 25 Jahre wahnsinnig viel getan. Das ganze Fach hat sich eigentlich revolutioniert. Wir haben heute Techniken zur Verfügung, an die war vor 25 Jahren noch gar nicht zu denken, als ich zum Beispiel meine Ausbildung angefangen habe. Ich hätte mir nicht zu träumen gewagt, was wir heute alles können, wie präzise wir bestrahlen können, wie schonend wir bestrahlen können. Insofern kann man sagen, ja, es ist vernünftig, Skepsis der Strahlung gegenüber zu haben, aber vernünftig angewendet mit einer Indikation ist das
absolut richtig und wichtig heutzutage, dass es die Strahlentherapie auch gibt. Also präzise kann ich mir vorstellen, indem vielleicht Strahlen weniger Streuung haben oder die Geräte besser zielen können auf das, auf die Region, die sie bestrahlen soll. Was heißt denn schonend? Wir reden immer von einer schonenden Strahlentherapie. In der Strahlentherapie, wenn wir die umgebenden Risikoorgane, Nachbarstrukturen sehr gut schonen können von der Strahlentherapie, also genau gucken, welche Dosis wohin geht. Und beim Brustkrebs, das ist ja das Thema, hat sich sehr, sehr viel getan. Wir können inzwischen sehr zielgerichtet und präzise bestrahlen und schonend dabei umgehen mit der Lunge und auch dem Herzen. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht gehört haben, aber 1994 kam ein großer Artikel heraus in einer Fachzeitschrift. Da wurden Patientinnen ausgewertet von 30, 40 Jahren, die Brustkrebs hatten, die bestrahlt worden sind. Und die Auswertung hat gezeigt, dass die Sterberate der Patienten an Herzerkrankungen deutlich höher war als die Sterberate an dem eigentlichen Brustkrebs. Das hat natürlich sehr viel Schrecken auch unter Patienten verbreitet und auch unter ärztlichen Kollegen, sodass wir wirklich ganz hohen Wert darauf legen müssen, die Risikoorgane, Nachbarstrukturen gut zu schonen. Und das können wir heutzutage sehr gut machen. Wir haben eine Technik zur Verfügung, die sogenannte Atemanhaltetechnik zur Verfügung, wo wir ganz genau, während die Patientin tief einatmet, dann bestrahlen und so das Herz, was ja der Brustwand sehr nahe ist, den Abstand erhöhen und dann sehr schonend bestrahlen, sodass das Herz nur einen ganz mini-mini-Bruchteil der Dosis abbekommt und so das Risiko dieser Spättoxizität, dieser Spätnebenwirkung der Herz-Kreislauf-Erkrankung bzw. Corona-Erkrankung verhindert. Aha, also das heißt erstmal, dass Sie ziemlich genau zielen können, sozusagen mit dem Winkel, in dem man bestrahlt. Aber das normale Atmen wird das nicht sein bei dieser Atemanhaltetechnik, oder? Denn wenn ich jetzt so ein- und ausatme, dann wird das vielleicht so einen Abstand ausmachen. Genau, die Patientin hat eine ganz normale Atembewegung, Atemexkursion und wir geben der Patientin dann das Kommando einmal tief einatmen, Atmung anhalten. Und wie die Patientin das mitsteuern kann, ist, sie hat ein Tablet vor den Augen und sieht genau, wo dieser Balken sich bewegt, während sie atmet. Und wenn der sich bewegt in dem Zielviereck oben, weiß sie genau, jetzt ist sie richtig, jetzt kann ich anhalten. Dann schaltet das Gerät an und bestrahlt. Und wenn dann die Luft ausgeht, nach 20 Sekunden schaffen die meisten Patienten, kann sie wieder normal atmen, sich ein bisschen erholen und dann geht das Gleiche wieder los. Das hat ein bisschen den Nachteil, dass die eigentliche Bestrahlung etwas länger dauert, weil sie häufiger unterbrochen werden muss. Aber für die Patientin wichtig, sie kann steuern und das Herz wird geschont. Also sieht sie denn da auf dem Tablet ihre eigene Luftsäule, kann man das genau, so sagen? Also genau. Das ist so wie so eine Statistiksäule, die so hochgeht beim genau. Einatmen. Ist ein Balken, der sich und ein Ziel, das ich erreichen muss mit dem Einatmen. Auch um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie stark ich mich da anstrengen muss. Genau. Und ich muss nicht Angst haben, dann am Ende abzuheben, wie so ein Ballon, weil ich viel zu viel Luft in mir habe, sondern ich kann dann sagen, kann ich mehr, atme aus. Genau. Und dann sagt das Gerät nicht, oh, jetzt müssen wir alles von vorne machen, du warst nicht schnell genug. Nein, dann hält der Beam, der Bestrahlungsstrahl sofort an, die Bestrahlung wird pausiert, die Patientin kann sich erholen und dann, wenn sie sich erholt hat, das sehen die MTAs draußen am Monitor, können dann genau sehen und jetzt, wenn sich die Patientin wieder erholt hat, sagen wir jetzt langsam tief einatmen und dann kann die Patientin sehen, wo der Balken ist und wenn der richtig ist, dann weiß sie, aha, jetzt geht die Bestrahlung weiter und dann geht der nächste Zyklus los. Ah. So kann sie aktiv mithelfen. Ja, denn ich kann mir vorstellen, dass es ja auch Patientinnen gibt, die vielleicht genau mit der Lunge nicht so stark sind oder nicht mehr so stark sind. Man kommt ja auch in die Jahre, die dann nachher Angst haben können, dass sie das Ziel nicht schaffen. Womöglich. Genau, das kann man nicht mit allen Patientinnen machen, aber mit den meisten geht das schon. Wenn Patientinnen älter sind, auch eine Lungenerkrankung haben, dann geht diese Technik nicht. Das ist aber nicht so problematisch, weil diese Spätnebenwirkung nach einer Strahlentherapie tritt in der Regel 15 Jahre später auf, sodass wenn eine Patientin 80 ist oder 82, ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering, dass sie davon wirklich dann noch betroffen wird, rein statistisch. Ja. Also, das ist der Vorteil des Alters. Das ist dann an der Stelle tatsächlich ein Vorteil des Alters. Aber wir versuchen das schon alles möglich machen, dass die Patientin auch genügend Zeit hat, sich daran zu gewöhnen. Wir trainieren das sozusagen. Diese Atemanhaltetechnik, also die ist ja, die dient ja dazu, dass die Herzkranzgefäße nichts abkriegen. Habe ich das so richtig verstanden? Eben ja. Indem man einen Zwischenraum schafft durch das Lungenvolumen zwischen genau. dem Brustkorb und dem Herzen. Genau. Das führt mich zu dem Thema Nebenwirkungen. Bestrahlung hat ja sicherlich eine sofortige Wirkung, die man vielleicht nicht möchte, und vielleicht eine mittelfristige und eine langfristige. Wie ist es denn da so?
Genau, wir unterscheiden in der Strahlentherapie die akuten Nebenwirkungen. Das sind die, die unter der Therapie passieren und auftreten, bis zu 90 Tage nach Therapieabschluss. Mhm. Wenn dann etwas neu auftritt, beziehungsweise eine akute Nebenwirkung dann nicht verschwunden ist, dann spricht man von chronischer Nebenwirkung oder Spättoxizität. Mhm. Die akuten Nebenwirkungen bei Brustkrebsbestrahlung sind relativ überschaubar, muss man sagen. Es gibt ein bisschen, je nach Busengröße. Frauen mit einer größeren Brust haben ein bisschen mehr Hautnebenwirkungen mit Rötung, wie ein Sonnenbrand, muss man sich vorstellen. Mhm. Oder wenn Patientinnen unter der Brust etwas mehr schwitzen, dann kann das auch mal aufgehen. Aber das heilt in der Regel sehr schnell folgenlos ab, wenn die Bestrahlung einmal vorbei ist. Manchmal kann das die Haut ein bisschen anschwellen. Man redet dann von einer Ödem, von einer Wasseransammlung. Auch das geht relativ schnell vorbei. Und die Spätnebenwirkungen sind in der Regel, kann manchmal eine Überempfindlichkeit der Haut bleiben für eine gewisse Zeit, aber im Grunde echte Spätnebenwirkungen nach Brustkrebsbestrahlung sehen wir eigentlich sehr, sehr selten. Also, manchmal gibt es auch die Pneumonitis, eine Entzündung der Lunge, weil ein bisschen Lungensaum wird ja natürlich immer mit bestrahlt, aber das ist extrem ungewöhnlich, sehr, sehr selten. Ich habe gehört, eine Verbindung zwischen Bestrahlung und Fatigue, also diese Erschöpfung, ist das ein Irrtum? Nein, das gibt es tatsächlich den Ausdruck Fatigue, so eine allgemeine Abgeschlagenheit und Müdigkeit. Das ist sehr individuell, muss man sagen. Es gibt Patientinnen, die haben gar keine Probleme, die gehen nebenbei arbeiten, versorgen ihre Kinder. Und es gibt Patientinnen, die haben tatsächlich eine Fatigue und eine Abgeschlagenheit, was sicherlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, mit der allgemeinen Krankheitsverarbeitung vielleicht. Und auch diese täglichen Termine bedeutet für viele Patientinnen auch Stress und Anstrengung. Ja, genau. Also Sie sagten mir mal, man kommt jeden Tag, fünfmal die Woche, ist das richtig? Bestrahlung sind in der klassischen Weise fünfmal die Woche, täglich von Montag bis Freitag. Ja, nun sind ja Zeiten nie einfach. Gibt es denn auch, also trotz der Ernsthaftigkeit der Erkrankung, gibt es auch Patientinnen, die dann aus irgendwelchen Gründen nicht zu Ihnen kommen? Ja, es gibt manchmal, müssen wir Patienten so ein bisschen überzeugen, dann haben sie eine kleine Erkältung oder ein bisschen Durchfall und rufen dann an, mir geht's gar nicht gut, ich möchte heute nicht zur Bestrahlung kommen. Da versuchen wir schon, die Patienten so zu motivieren, dass sie kommen, weil die Strahlentherapie ist eine Serienbehandlung, die sollte, wenn es geht, auch nicht unterbrochen werden. Mhm. Und auch jetzt unter der Pandemie haben wir manchmal das Problem, dass Patienten, wenn irgendwas durch die Medien gegangen ist, dann wieder Angst haben, in die Klinik zu gehen, ins Krankenhaus zu gehen, sich behandeln zu lassen, einfach aus Angst vor Ansteckung. Und wir sehen auch etwas weniger Neuerkrankungen, Erstdiagnosen, weil ich glaube, Patienten einfach Angst haben, zur Vorsorge zu gehen. Mit dem Nachteil natürlich, dass häufig die Tumorerkrankungen ja da sind und dann im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert werden. Und deswegen ist die Vorsorge so wichtig, egal was gerade passiert in der geopolitischen Lage, weil wir wissen alle, dass das nicht gut ist, wenn die Tumorerkrankungen fortgeschritten diagnostiziert werden. Das heißt im Grunde genommen, also wenn der Arzt sagt, die Strahlentherapie, die musst du jetzt machen, dann kann man auch nicht sagen, dann mache ich es erst im Vierteljahr wahrscheinlich. Nein, man sagt so, eine Strahlentherapie nach einer Operation sollte ungefähr so 6 Wochen danach passieren. Nach einer OP sollte die Strahlentherapie 6 Wochen später folgen. Das ist das sogenannte Fenster. Wenn es mal aus Gründen ein bisschen länger dauert, ist das jetzt nicht das Problem. Aber die Faustregel sagt schon 6 Wochen, weil das Ziel ist natürlich, das Rezidivrisiko zu minimieren. Das heißt, dass der Tumor wiederkommt und dann spricht man von diesem postoperativen Fenster von 6 Wochen. Mhm. Da muss man schon gucken, dass man die Patienten motiviert. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Dankeschön. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!